Es ist eindrücklich zu sehen, wie schnell das Samsung vor allem im LED-Bereich vorangekommen ist. Das breite Portfolio, das sie haben, nach dem Launch letztes Jahr für den Cinema LED, dieses Jahr hat es gesehen, dass man bereits mit der Wall weitergekommen ist, andere Grössen können erzeugen. Das ist sicher extrem spannend, ja. ISI 2019, wieder 4 Tage voller Technologie, aber auch mit schönen Momenten, die wir mit unseren Partnern geniessen dürfen. Wo wir unsere Beziehungen festigen können, wo wir uns bedanken für die erfolgreichen Jahre, die wir schon hatten, und können voranschauen mit Freude, wie wir es 2019 werden miteinander angehen. Samsung ist für uns natürlich ganz ein wichtiger Partner. Und da ist sich besonders wichtig, Produkte kennt man zum Teil auch gut, aber die Lösungsansätze, die hier gezeigt werden am Stand, das macht natürlich den Besuch besonders wichtig auch, dass man wirklich in den Lösungsbereich hineingeht. Mich hat am meisten das LED interessiert. Der Trend für mich ist eigentlich mehr, dass es halt wirklich immer dünner wird, dass es immer einsatzfähiger wird, dass es robuster wird, dass es servicefreundlicher wird, was wir jetzt auch bei der Samsung schon gesehen haben. Und auch, wenn man Prototypen sieht, hier, dass man mal im Markt kann, wir, die so nah am Kunden dran sind, und kann fragen, der Kunde, wäre das etwas für dich? Könntest du dich mit dem identifizieren? Kannst du das brauchen? Und dort dann auch das Feedback an unseren Lieferanten, wie eben Samsung, könnte zurückgeben. Plus ist eine extrem wichtige Plattform, um natürlich auch Kontakt zu pflegen, die richtigen Leute zu treffen und uns dort dann auch irgendwo das Netzwerk, das wir haben, weiter auszubauen.